Moin Zilla, das ganze Let's Play Song of Horror, das Schrecken und das Lied, die letzte Episode ist draußen. Ah! Dem Intro, Flashback. Ja. Wäre cool, wenn man den hätte retten können. Das weißt du doch gar nicht. Hm. Imagine he thought that there was a quicker way to go. The same way that father chose. And maybe I would have done the same in his place. What I saw myself do in that mirror was just too much. Is this what lies ahead? Maybe I already know it, but I'm trying to hide it from myself. Maybe deep down, I know it's a hideous omen of what the future has in store for me. Maybe I know that, like everyone who's come across that cursed box, I too will take my own life. That I would rather surrender to death than face whatever it is that lingers behind that infernal melody. Denn die Paranoia wieder voll am Durchdrehen. Make that melody vanish from the face of the earth. But what about Ariadne? She's alive. What if only the box can stop this? I can't destroy it without knowing for sure. Maybe there's something in Legrand's diary. Oh God, I need to rest and gather my thoughts. I need to sleep. I can only hope the nightmares won't be as horrible as real life. Ich glaube, die sind sogar noch schlimmer als das Real Life. Das ist Daniel. Blick auf die Uhr. Sie will verheißungsvoll uns darauf hinweisen, dass es schon spät ist. Oh, jetzt geht es noch schneller. Ja, der Junge hat wahrscheinlich nicht mal gepennt, ne? Ja, gut. Oh nein, Alter. Doch, er pennt. Oder auch nicht. Oh oh, oh oh. Ist das eine Höhle? Wieso ist denn ein Foto von einer Ex da stehen? Hm. Komisch. Faber, Husher, every single person who attended that cursed concert in the Abbey, the entire Legrand Amersburg family and I, we all heard the song. Yeah. Argos Legrand's diary, which I found in that place beyond reality, was my only hope of unveiling something, anything, that could take me down a different path than the rest. Ja, dann lies es doch mal. Legrand's notes seemed like nothing more than erratic and incoherent ramblings of a broken mind. So demented that no one could put them together in any order, much less understand them. But I found something towards the end that made some kind of sense. Although I wish I hadn't. Aber wenn es dann hilft. Just a moment ago, I, like every night, the song was invading my dreams, grating incessantly. I woke up, soaked in sweat, and veiled by the shadows. Natalie was sleeping, but I was not. This time it had to stop. I was hellbent on destroying the source of that awful song. Hast du deine Bude abgefackelt? Tore down the same wall I built myself. With each blow, I cursed the moment I decided to bring that melody into my home. I couldn't take it any longer. There she was, behind the wall. My wife, huddled in a corner, holding Elaine in her arms. I froze. If Natalie was there, what kind of diabolical creature was sleeping by my side? Monsters. All of them. My beloved Elaine, Natalie. The monsters had locked them away and wanted to take Ariadne. They wanted to take my baby. I grasped the mallet, determined to do whatever it took. Er hat die umgerührt. I would not allow those und dann alles niedergebrannt. Not without a fight. Er hat seine Familie umgebracht.
Weil er dachte, das wäre ein Monster, oder? Ich würde die Monster und die schwarze Figur und meine kleine Mädchen finden. Ich folgte sie durch das Haus. Jeder Raum war in Dunkelheit verschwunden. Es war etwas unnatürliches in der Luft. Die Melodie hat sich in einen Chor von schwarzen, curling Howls verwandelt. Aber ich habe sie endlich in der Bedroom gefunden. Ich habe sie off. I drew blood, and it flowed like a well from the grotesque black figures while they screamed and writhed, the vile, deceitful fiends. And then I went back to the basement, and there was nobody there. Natalie and Elaine disappeared. No, that isn't true. They had not disappeared. They had never been down there. They were upstairs, in the bedroom, where I had left them. There were no monsters in the house. Except me. Only me. Only me. And the presence. Aber war da nicht ein Feuer, das alles weggebrannt hat? Oder war das nur so ein Lü-Lü-Lü von wegen, ja, für die Presse? Wäre auch sonst komisch, wieso das Baby das überlebt haben. God. It ends like this. Wait, what is this? Jeremy Hartwood Mental Hospital 1920. Psychiatric analysis and treatment of patient Ariadne LeGrand Amsberg. Dr. Berenice Prestigard. Oh Christ, I can barely stand up. Der willst du jetzt hin? I really need help with this. Oh, wir können den Etienne, den... Hat er bei mir überlebt? Oh ja, den habe ich, glaube ich, nicht gespielt. Aber ich habe das verkackt mit der coolen, Erika! Den habe ich hier. Lydia Salgari. Wurde in beiden Verhältnissen... Wahrscheinlich, sie wurde Psychologin und Sozialtherapeutin. Okay. Das klingt... Und dann halt Sophie. Und mehr habe ich leider nicht. Dann, ich finde das mal cool, dass wir die Charaktere nicht sehen, sondern anrufen müssen. Sie hat einen Inhalator. Uff, Asthma. Ja gut, na, können wir uns die Hand geben. Ja, das ist okay. Ich will Lydia. Ich kenne die zwar nicht, aber er scheint die zu kennen. Ich meine, da war was, dass Erika zurückkommt. Aber da ich Erika getötet habe in einem... geht das natürlich nicht. It's only a small lead, but it mentions everything and has the Jeremy Hartwood Hospital stamp on it. Yeah. Warum ist das Kabel so komisch in den Tisch gebackt? I know it's a bit far, but I think someone there, a Dr. Berenice Prestigard, read this diary years ago and looked into this man. Ja, aber die ist vielleicht tot, Alter, wenn du überlegst, wie alt die Ariadne ist. There must be something left of her research. Ihr telefoniert weiter mit dem Tisch, Junge. Hospital was abandoned shortly after World War One. Oh, geil. So maybe everything is still there. Her notes, her files, something. Hm. Ihre Überreste vielleicht? No, I think I'm running out of time. I feel bloody exhausted. I can no longer tell the difference between reality and my hallucinations. Da würde ich auch einer Psychologin erzählen. I know it's a lot to ask, but I don't want to end up like the rest. And something tells me I should visit Ariadne one last time. Du wirst dich vorher vorbereitet. Call me if you find anything. As soon as I find out what Dr. Prestigard was investigating, I'll drive over to the Grant Amersburg Mansion. Yeah, good luck to you too. And thanks. Na, das wird ja was werden. Lydia, da, ich glaube, du kannst dir dein eigenes Grab schaufeln. Wer mit mir spielt, der überlebt nicht. Oh, das sieht ja schon wieder einladend aus im Ladescreen. Oh, nee. Oh, warum kann die das nicht irgendwie so über Mittag machen, wo die Sonne scheint? Wo man sich vor einen Untersuchungsbeschluss geholt hat. Oh. Na gut. Ich freue mich. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie die Steuerung ging.
Schick sieht's aus, wenn man sich ein bisschen drum gekümmert hätte. Ich finde es auch gut, dass es überhaupt nicht abgeschlossen ist. Jeremy Hartwood Hospital. Ja. An old mental health institution for the rich turned dump. Kra, 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 kra. Krähen ist nie ein gutes Omen. Umgekippte Rollstühle auch nicht. Kra, kra, kra. Kann ich hier durch? Ich hätte diese Tür nicht öffnen können, aber ich muss nicht unbedingt hier entlang gehen. Okay, gut. Ich würde gerne rennen, aber ich weiß, das fickt immer ein bisschen die Präsenz. Die denkt sich dann so, ah, neues Schappi, happy, lecker. Menschenfutter. Was habe ich hier? Müll. Ja, habe ich doch gerade mal angeklickt. Hallo? Bitte nicht den Finger abschneiden. Achso. Kaputt. Kaputter Griff. Wow. Muss ich aus dem kaputten Griff einen Heile machen? So ein Müll. Möchtest du einen Rollator nehmen? Einladend hier aus. Ist hier noch irgendetwas? Kann nicht mal was Schönes sein? Da muss ich ja wahrscheinlich auch nicht lang. Ne? Das sieht schon so. Alter, ich muss gerade erstmal gucken hier. Ja, doch, so geht es mit dem Rennen. Ich renne auch immer so schwerfällig, weil ich Angst habe, dass mir der Bauch auf den Boden klatscht. Ich dick bin. Halt! Ich kann mir das Geräusch des Wassers im Brunnen und die Ruhe des Gartens vorstellen, dass das Krankenhaus noch in Betrieb war. Viele Monde sind seitdem vergangen. Stand da echt Monde oder habe ich mir so Mittelalter-Sprech überlegt? Wolltest du was einen Generator machen? Weil da ist zumindest doch die Lampe an, also scheint da Strom zu sein. Ich wollte gerade sagen, wir hören erstmal. Das klingt safe, aber das muss bei mir nichts heißen. Abgeschlossen? Oh. Naja. Die Präsenz, wenn hier eine drinne ist, ist auf jeden Fall jetzt wach. Ah, der Horror und das Lied. Aber warum zum Fix sind die Präsenz... Was ist denn das? Okay, ich muss da... Oh nee, Notstrom. Kannst dich mal so drehen, dass ich mal die Gegenstände hier hinten... ...pare. Das sind aber auch echt schöne, willkommene Geräusche. Kann ich mal darunter verstecken? Aber so ein Hiding Place ist ja jetzt nicht so verkehrt. Es sei denn, es kommt nichts mehr, wo ich mich verstecken müsste. Aber ich glaube, da können wir uns abschmieren. Ich Boah, erschreck mich nicht. Oh nein! Nee, das mache ich nicht. Nachher schneide ich mir aus Versehen die Hand ab oder packt mich was. Vor allem will ich mit dem Tacker. Klingt safe. Ich muss mal gerade gucken. Okay, so ging das mit der Karte. Ich habe echt ewig nicht mehr gespielt. Ich würde mich tausendmal verdrücken. Und das größte Problem ist, ich habe keine Ahnung mehr, wie die Gegner gingen. Was ich bei wem drücken musste. Okay. Wie ist das möglich? Ja, indem ja jemand sich erhängt hat. Das klingt gut. Ich sitze hier im krassen Speisesaal. Oder komme ich da in den Raum und kann wahrscheinlich dann da durch, da oben, weißt du? So ein bisschen Shortcut-mäßig. Hauptsache, die Stille kommt nicht wieder viel vom Flur. Abrissmitteilung, Bericht. Ja, warum nicht? Ne? Was kann ich hier lesen? Hallo, lesen? Der Abriss ist abgeschlossen. Die Arbeiten sind noch nicht gefertigt. Okay, warum auch immer. Aber wir werden hier keine Minute länger als nötig bleiben. Zwei der Teams haben sich geweigert, den Ausflügel zurückzukehren. Und Ezek und seine Jungs haben ein dickes Kabel um eine Schranktür gebunden, um
Oh. Wow, okay, das ist damit schon der erste Part beendet. Wir haben im Prinzip... Das lesen wir jetzt nochmal zu Ende. Und dann war es halt schon wieder. Sie wollen sich nicht öffnen, obwohl dort jede Menge Wolken zur Küche sind, sowie ein paar hochwertige Gefriertruhen im perfekten Zustand sind. Es ist nicht das erste Problem, das wir hatten, aber die Situation hat sich so weit verschlimmert, damit wir gehen müssen. Ich nehme es Ihnen nicht hier übel. Hier stehen auch mir die Haare zu Berge und ich war weniger lange da drin als die anderen. Es sind immer noch so viele wertvolle Dinge da drin. Schreibmaschinen, Radios, Luxusmöbel. Ah, das ist nicht wichtig. Sobald Emils Team zurückkehrt, verlassen wir die Klinik. Ich hoffe, sie brauchen nicht allzu lange. Wir sollten gehen, bevor die Nacht einbricht. Ich frage mich, was zum Teufel so lange dauert. Ich hoffe, dass ich nicht hineingehen muss, um sie zu suchen. Wie ich schon sagte, dieser Ort gibt mir Gänsehaut. Okay, alles klar, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche Spaß und Way.